Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Ich bin Alex und in diesem Video zeige ich euch 10 grundlegende Kraftübungen. Fangen wir mit der ersten Übung an, dem Scapular Raise bzw. dem Scapular Raise Hold. Diese Übung fokussiert sich auf eure Rückenpartie. Sie sieht leicht aus, hat es aber in sich. Ihr hängt an einer Stange, lasst die Arme gestreckt und zieht eure Schulterblätter zusammen und nach unten. Durch diese Übung aktiviert ihr euren Latissimus, euren Trapezius und viele andere Muskeln im Rückenbereich. Diese Übung ist sehr hilfreich für die Zugkraft am gestreckten Arm. Die nächste Übung ist der Push-Up Hollow Body Hold. Drückt eure gestreckten Arme kräftig in den Boden und bildet einen Katzenbuckel. Dadurch aktiviert ihr eure Druck- und Rumpfmuskulatur, welche zum Beispiel den Deltoideus, die Brust, den Serratus anterior und die Bauchmuskeln beinhalten. Diese Übung ist sehr hilfreich für die Druckkraft am gestreckten Arm. Weiter geht es mit dem Dip Forward Lean Support Hold. Auch hier drückt ihr euch mit euren Armen kräftig ab, so dass sich euer Körper leicht aus der vertikalen Position bewegt. Umso mehr euer Körper sich abhebt und aus der vertikalen geht, umso schwerer wird die Übung. Belastet werden hier unter anderem wieder die Schulter, der Trapezius und Latissimus. Diese Übung ist sehr hilfreich für die Druckkraft am gestreckten Arm. Die nächste Übung ist der Reverse Plank Bridge oder der Crab Hold. Stützt euch mit euren Armen und hebt euer Becken in die Luft, bis euer Körper eine horizontale Linie bildet. Hier aktiviert ihr vor allem eure hintere Schulter, euren Trapezius und die gesamte hintere Kette. Diese beinhaltet zum Beispiel den langen Rückenstrecker und die hintere Beinmuskulatur. Die nächsten beiden Übungen sind der Handstand Walk und der Handstand Hold on a Wall. Der Lauf trainiert vor allem eure Druckmuskulatur wie Schultern, Brust und Trizeps, aber auch der Rumpf wird durch die Stabilisation des Körpers trainiert. Das Halten an der Wand fordert unter anderem euren Trapezius und die Schultern. Zusätzlich mobilisiert ihr euer Schultergelenk, wenn ihr euch sehr nah an der Wand platziert. Diese Übungen geben euch die Grundkraft und Mobilität für den gestreckten Handstand. Weiter geht es mit dem Bear Crawl bzw. dem Gecko Walk. Beginnt langsam und setzt immer ein Bein und den gegenüberliegenden Arm gleichzeitig nach vorne. Diese Übung beansprucht eure gesamte vordere Kette. Dazu gehören die Bauchmuskeln, die Schultern, die Brust, die Hüftbeuger und die Quadrizepsmuskeln. Zusätzlich ist der koordinative Effekt nicht zu unterschätzen. Die nächste Übung ist der Arch Hold. Hebt die Arme ab und zieht euer Kinn heran. Hebt einen kleinen Teil eures Oberkörpers sowie die Beine ab. Diese Übung ist perfekt für das Training der hinteren Muskelkette geeignet. Ihr trainiert damit euren Trapezius, den langen Rückenstrecker, die Rückseite der Oberschenkel und die Rhomboideen. Die Übung, um die entgegengesetzten Muskeln zu trainieren, ist der Hollow Body Hold. Auch hier zieht ihr euren Kinn heran und haltet euren Kopf in einer neutralen Position. Hebt die Schulterblätter und die Beine vom Boden ab. Diese Übung ist sehr gut geeignet, um euren Rumpf zu trainieren. Die letzte Übung ist der Deep Squat Hold. Hierbei sind viele Punkte zu beachten. Geht in die tiefe Kniebeuge, ohne die Spannung am unteren Punkt zu verlieren. Der komplette Fuß liegt auf dem Boden auf und ihr geht geradlinig nach unten. Das Knie sollte sich nicht zu weit vor den Knöchel bewegen. Bei der Kniebeuge öffnen sich eure Beine und gehen dabei in die Außenrotation, damit euer Körper dazwischen Platz hat. Euer Becken bewegt sich nach hinten und ihr zieht die Schulterblätter zurück. Wird diese Übung richtig ausgeführt, trainiert ihr damit nicht nur eure Beine, sondern auch Teile eures Rücken und eures Rumpfes. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick und neue Informationen geben. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr das Video teilt, uns abonniert und weiterhin folgt. Bis bald!